Was passiert eigentlich in Afghanistan? Wie konnte es so weit kommen? Was steckt dahinter? Welche Pläne? Ich begrüße Ernst Wolf. Guten Tag. Hallo. Ja, Ernst, also wenn man sich die Lage so anschaut, dann sieht es ja geradezu so aus, als wenn Soldaten in Afghanistan 20 Jahre lang die Taliban gestärkt hätten und das, was wir jetzt vorfinden, praktisch vorbereitet hätten, anstatt also das Land vor dem radikalen Islam zu schützen. Wir stehen fassungslos davor. Die Politik behauptet, ja, sie hätten es nicht gewusst, sie hätten es nicht kommen sehen. Die Geheimdienste sagen, sie hätten es auch nicht sehen können. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Ja, ich finde es schon unglaublich, mit welcher Dreistigkeit diese Lügen jetzt verbreitet werden. Also offensichtlich ist es ein Wahrzeichen unserer Zeit, dass sich die Herrschenden nicht mal mehr die Mühe geben, ihre Lügen zu kaschieren. Weil man muss sich nur an das erinnern, was Franklin Delano Roosevelt mal gesagt hat. In der Politik passiert nichts zufällig. Wenn etwas passiert, dann kannst du sicher davon ausgehen, dass es geplant war. Und für mich ist das eine ganz eindeutige Sache, dass dieser Rückzug der Amerikaner in allen Details so geplant war und so sich vollzogen hat, wie wir das gesehen haben. Und dass diese ganzen Märchen von wegen, wir haben nicht geahnt, dass die Taliban so groß und so stark sein würden. Und wir haben auch nicht geahnt, dass uns die Regierung so im Stich lassen würde. Das ist alles vollkommener Unsinn. Die Amerikaner haben die größten und die gewieftesten Geheimdienste, die für sie arbeiten. Also die wissen haargenau, was in der Welt los ist. Was wir jetzt gesehen haben, ist, dass den Taliban tatsächlich das historisch größte Geschenk aller Zeiten gemacht wurde. Also die Amerikaner haben denen, und das ist ja auch etwas, was einen normalen Menschen doch stutzig machen müsste. Also normalerweise, wenn man ein feindliches Gebiet verlässt, überstürzt verlässt, dann vernichtet man doch vorher alle Waffen, damit der Gegner nicht an die ganzen Waffen kommt. Und genau das Gegenteil ist passiert. Die Amerikaner haben den Taliban ein absolut historisches Geschenk gemacht. Die haben Waffen im Wert von 20 Milliarden US-Dollar hinterlassen. Die haben denen eine gesamte Luftwaffe hinterlassen. Die haben denen 11 Luftwaffenstützpunkte hinterlassen. Das ist bestimmt das größte Geschenk, was die Taliban jemals entgegengenommen haben. Und das Ganze ist in meinen Augen geplant. Natürlich kann man sehr schwer sagen, wie dieser Plan nun genau im Einzelnen aussieht. Aber ich bin absolut überzeugt, dass dieser Plan auch abgesprochen ist mit den anderen Großmächten, also dass das mit China und mit Russland abgesprochen war. Und wir müssen uns ja nur überlegen, was die Folgen dieser ganzen Sache sind. Also die erste ganz große Folge wird sein, dass Europa die nächste ganz große Flüchtlingswelle bekommen wird, und zwar in diesem Herbst. Und damit ist ja auch schon ein Pflock eingeschlagen über das, was demnächst passieren wird. Also wir haben ja so eine Konstellation im Moment. Wir haben drei Großmächte auf der Welt. Wir haben auf der einen Seite die USA, wir haben auf der anderen Seite China und als drittes Europa. Und auf diese Art und Weise wird Europa ganz extrem geschadet. Wer kann das wollen? Ich vermute, dass dahinter nicht nur die USA stehen, sondern auch China. Die USA haben natürlich sehr große Schwierigkeiten zu Hause. Die stecken wirklich ganz bis oben hin in Schwierigkeiten. Aber man darf eins nicht vergessen, die USA haben immer noch das stärkste Militär der Erde und die USA sind auch immer noch die stärkste Wirtschaftsnation. Und so eine Nation, die verzieht sich nicht so einfach und lässt einfach alles so zurück, wie sie das jetzt hinterlassen haben. Könnte man vielleicht davon ausgehen, weil du eben sagtest, Plan, das ist eine Art ja, Geheimakte oder geheimes Vorgehen gibt, um genau das zu erzielen, von dem du eben ja, berichtet hast, nämlich eine mögliche Schwächung Europas. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, ja, also ist das der einzige Vorteil, den die Amerikaner haben, dass Europa geschwächt wird wegen der möglichen Flüchtlingskrise? Na, das ist nicht der einzige Vorteil, aber ich denke, dass sowieso viele Dinge im Moment im Schwange sind, die wir dabei mit berücksichtigen müssen. Also ich denke, dass es ein großer Fehler ist, jetzt einfach Afghanistan so isoliert für sich zu betrachten, sondern wir müssen die gesamte Weltsituation ansehen. Die gesamte Weltsituation wird ja seit anderthalb Jahren von dieser vermeintlichen Gesundheitskrise beherrscht. Und was diese Gesundheitskrise im Hintergrund verbirgt, ist eben die Einführung eines neuen Geldes, nämlich von digitalem Zentralbankgeld. Und ich denke, da muss man auch mal ansetzen, dass man da vielleicht irgendwelche Verbindungen sucht. Und da gibt es in meinen Augen eine ganz, ganz wichtige Verbindung. Und zwar gab es ja Ende Mai, Anfang Juni das große Treffen des International Finance Forums in Beijing. Also dieses International Finance Forum ist eine große Organisation, ungefähr von der Größe des WEF, also des World Economic Forum.
nur die wird gesteuert von der Kommunistischen Partei Chinas. Aber in dem wissenschaftlichen Beirat sitzen eben Leute wie zum Beispiel UN-Sekretär Guterres, da ist auch IWF-Chefin Kristalina Georgieva mit drin, da sitzt auch Horst Köhler, der ehemalige Bundespräsident und ehemalige IWF-Chef mit drin. Also die haben da sehr, sehr wichtige Weichen gestellt für die Zukunft der Menschheit. Und ganz interessant ist eine Meldung, die völlig untergegangen ist, die in den Mainstream-Medien so gut wie nicht erwähnt wurde. Da hat nämlich der führende Kader der chinesischen Partei, der für die Einführung des E-Yuan zuständig ist, gesagt, dass man diesen E-Yuan, dass man überlegt, den möglicherweise über das Netzwerk von Diem, also der Nachfolge Kryptowährung von Libra, auf den Weg zu bringen. Und das ist in meinen Augen eine absolute Weltsensation. Wenn der chinesische digitale Yuan tatsächlich in Zusammenarbeit mit Facebook auf den Markt käme, dann hätten wir eine völlig neue Weltkonstellation. Dann hätten wir so etwas, was mich ein bisschen an den Zweiten Weltkrieg erinnert. Der Zweite Weltkrieg ist uns immer verkauft worden als ein Kampf der Demokratie gegen die Diktatur. Aber wie wir heute wissen, hätte die Diktatur gar nicht ohne die Amerikaner damals überleben können. Also Hitler hätte damals nicht in Polen einfallen können, wenn die Amerikaner ihm nicht dabei hintenrum geholfen hätten. Und genauso sieht es in meinen Augen jetzt auch so aus. Wir werden offiziell, wird uns immer mitgeteilt, dass es zwischen den Amerikanern und den Chinesen einen Riesenkonflikt gibt. Aber hinter den Kulissen arbeitet man da zusammen, und zwar auf allerhöchster Ebene und im Bereich des allerwichtigsten, der allerwichtigsten Entwicklung überhaupt im Moment. Und das ist die Entwicklung von digitalem Zentralbankgeld. Ja, aber kommen wir nochmal zurück zu den politischen Strukturen. Also aktuell sieht es ja so aus, als überließe man Afghanistan den Chinesen. Auf der anderen Seite auch die Frage, ist das, was in Afghanistan passiert, war so eine Art Blaupause, vielleicht auch für andere Länder. Ich meine, wenn die Taliban innerhalb von wenigen Tagen ein ganzes Land übernehmen können, dann kann es doch letzten Endes nicht, und das haben wir eben schon besprochen, ohne die Unterstützung der dort herrschenden Militärkräfte und des Westens gewesen sein. Ich frage mich also, wer könnte da dahinter stecken? Wer könnte das wollen? Ich denke, das wird da wahrscheinlich irgendwelche Abkommen im Hintergrund geben, die es, also meiner Meinung ist, sind China und die USA da ganz wesentlich dran beteiligt. Weil die Chinesen sind ja merkwürdigerweise total ruhig geblieben bei dieser ganzen Sache. Aber was wir erfahren haben, ist, dass die chinesische Botschaft auf jeden Fall geöffnet geblieben ist und dass die russische Botschaft geöffnet geblieben ist und dass die Chinesen inzwischen auch Beziehungen zu den Taliban aufgenommen haben, die ja offensichtlich recht freundschaftlich sind. Und man darf auch nicht vergessen, dass Afghanistan ja auch ein paar Bodenschätze hat, die ganz wichtig sind im Moment. Also Afghanistan hat große Lithiumvorräte, die ja für die E-Mobilität sehr wichtig sind. Und Afghanistan hat, glaube ich, die zweit- oder drittgrößten Reserven an seltenen Erden. Und seltene Erden sind auch extrem gefragt zurzeit. Also sowas gibt eine große Nation wie die USA, die geben so etwas nicht einfach preis, sondern da muss ein hoher Preis dafür gezahlt worden sein. Und wie dieser hohe Preis aussieht, das weiß ich nicht genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass es wirklich etwas mit dem ganzen Währungssystem zu tun hat. Weil merkwürdigerweise kommt ja gerade morgen am 23. August der IWF mit der größten Menge an Sonderziehungsrechten auf den Markt. Also die haben noch nie in mehr als 50 oder 70 Jahren, ich meine 1969 ist es eingeführt worden, also sind es inzwischen 52 Jahre, die es diese Sonderziehungsrechte gibt. Und es sind noch nie so viele Sonderziehungsrechte in die Welt geworfen worden, wie es morgen der Fall sein wird. Das sind 650 Milliarden, die an die Mitglieder des IWF verteilt werden. Und das wird natürlich auch wieder der Welt verkauft als ein humanitärer Akt, weil man so die armen Staaten stabilisieren will. Aber man muss dabei im Hinterkopf behalten, also mehr als 15% dieser Sonderziehungsrechte bekommen die USA und sämtliche Länder in Afrika bekommen nicht einmal 6,7%. Ja, das hört sich alles merkwürdig an. Also unterm Strich kann man wohl sagen, es brodelt irgendwo auf der Welt. Es gibt einen tiefer liegenden Konflikt. Es tut sich irgendwas. Ja. Wie du schon sagtest, andere sagten ja auch, also was da passiert ist in Afghanistan, hat eine ähnliche Zäsur wie 9-11. Nur sehen wir an der Oberfläche noch nicht, wie dieses Puzzle Ganz genau. Afghanistan zusammenpasst in Dinge, die vielleicht in Zukunft noch kommen können. Das Einzige, was man im Moment vermuten kann, und es sieht ja auch so aus, dass das die erste Billardkugel ist, die hier gestoßen wurde, von dem wir nicht wissen, aus welchem Grund es so gemacht wurde, aber von dem wir schon wissen, dass es irgendetwas anrichten wird auf dieser Welt.
Da bin ich ganz sicher. Vielleicht sollte man auch noch mal einen kurzen Blick werfen auf die innenpolitische Situation in den USA. Die ist für den Joe Biden ja auch nicht so ganz einfach, weil in den USA wird ja jetzt die nächste Welle der Viruserkrankung vorbereitet. Also man sieht, dass in den Medien jetzt eine unglaubliche Hysterie gemacht wird. Aber in den USA haben ja sehr viele Gouverneure, sehr viele Staaten beschlossen, diese Maßnahmen nicht anzunehmen und nicht durchzuführen. Und das stärkt natürlich auch nicht gerade die Position von Joe Biden. Also der ist da auch sehr schwach. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass im Hintergrund meinetwegen die Chinesen diese Schwäche auch von Joe Biden zu Hause auch mit ausgenutzt haben und dass er ein bisschen in die Enge getrieben worden ist, dass er das gar nicht alles so freiwillig macht. Also ich meine, ein amerikanischer Präsident ist sowieso nichts anderes als die Marionette des großen amerikanischen Machtapparates. Aber dieser Machtapparat, der hat im Moment besondere Schwierigkeiten, weil eben diese Diskrepanzen da in Bezug auf die vermeintliche Eindämmung des Virus auch im Hintergrund bestehen. Auf der anderen Seite werden ja jetzt schon Gerüchte laut, dass Biden in den nächsten Wochen wahrscheinlich zurücktreten muss. Also gibt es ja entsprechende Hinweise schon in den US-Medien. Also die ganze Sache wird damit natürlich noch verworrener. Also ich meine, Afghanistan war dann so eine Art Startpunkt, wo man sagt, also jetzt muss er gehen. Das kann er ja selbst gar nicht gewollt haben. Bleibt die Frage, dass irgendwelche finsteren Kräfte hier irgendein Spiel spielen, das wir eben selbst noch nicht durchblicken können, von dem wir sehr gespannt sein dürfen, was dabei rauskommt. Ich glaube aber, diese finsteren Kräfte sind so finster nicht, weil wir wissen ja inzwischen, wer die Welt regiert. Das ist der digital-finanzielle Komplex. Das sind die ganz großen IT-Konzerne und die großen Vermögensverwaltungen. Also ich habe gestern nochmal nachgesehen, die größten 5 IT-Konzerne, das sind Apple, Amazon, Alphabet, Facebook und Google, die zusammen haben einen Börsenwert inzwischen von 9,1 Billionen US-Dollar. Und wenn man dann noch die großen 4 Vermögensverwaltungen dazu nimmt, das sind Vanguard, das ist BlackRock, State Street und Fidelity, die haben zurzeit die verwalteten Vermögen in Höhe von 22,9 Billionen Dollar. Also wenn man diese Macht zusammennimmt, dann weiß man, wo das wirkliche Machtzentrum in der Welt ist. Und diese Leute werden garantiert von diesem Deal profitieren. Also irgendwie werden wir noch herausfinden, dass die also die ganz großen Gewinner dieser Aktion sind. Ja, aber die Frage ist natürlich, also was bleibt? Also was bleibt, ist ja auf jeden Fall vielleicht auch eine geostrategische Neupositionierung dieser Gegend, dieses asiatischen Raumes. Was ist mit dem Iran? Was ist mit Pakistan? Da könnte es doch in Zukunft auch Probleme geben. Und das alles sind Probleme, die dem Westen eigentlich nicht zugutekommen. Ganz sicher nicht, aber ich glaube, der Osten ist auch in Schwierigkeiten. Also ich glaube, die Chinesen sind mit der neuen Seidenstraße im Moment nicht so erfolgreich, wie sie das gerne gewesen wären. Also ich glaube, da gibt es bei der neuen Seidenstraße, bei der grünen neuen Seidenstraße und bei der digitalen neuen Seidenstraße auch einigen Sand im Getriebe. Also ich glaube sowieso, dass die Weltsituation im Moment äußerst verworren und verfahren ist. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser digital-finanzielle Komplex im Hintergrund ganz sehr daran interessiert ist, ein möglichst großes Chaos in der Welt anzurichten. Weil das Grundproblem ist ja das Problem im Währungssystem, dass man mit dem bisherigen Geld so nicht weitermachen kann, dass man unbedingt diese digitalen Zentralbankwährungen einführen will. Und der größte Horror wäre natürlich eine weltweite digitale Zentralbankwährung, an der offensichtlich ja im Hintergrund schon gearbeitet wird. Und ich vermute, dass da im Hintergrund also dieser Gedanke besteht, wir schaffen das größtmögliche Chaos, um aus diesem größtmöglichen Chaos nachher die größtmögliche Kontrolle entstehen zu lassen. Und wie könnte das passieren? Also ich vermute, ein Schlüsselbegriff für unsere Zukunft wird sein, das universelle Grundeinkommen. Ich habe das Gefühl, dass man in der Welt jetzt ein solches Chaos anrichtet und auch so viel Arbeitslosigkeit und so viel Obdachlosigkeit und so viel Hunger erzeugen will, wie irgend möglich, um anschließend dieses digitale Zentralbankgeld in Form des universellen Grundeinkommens so mehr oder weniger als humanitären Akt einzuführen. Also das ist so ungefähr die Vision, die ich habe von dem, was uns in den nächsten 12 bis 18 Monaten blüht. Ernst Wolf, so ganz konnten wir das Rätsel, was uns noch alles blüht und was noch alles kommt, nicht lüften. Aber ich denke, wir haben vielleicht ein paar Gedanken entwickelt, die für die Zuschauer ganz wesentlich sind. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Und ihr, liebe Leute, hier unten ist der Link zu Telegram, MM-News offiziell. Dort immer die schnellsten und besten Informationen aus Wirtschaft und Politik. Ernst Wolf, nochmal vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank und einen Gruß nach Berlin.